So, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, heute in der Post waren unter anderem zwei Pakete mit dabei. Ich wollte schon auspacken, ihr seht schon, habe ich schon aufgeschnitten. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich dachte mir, komm, halt einfach die Kamera drauf. Dann wisst ihr auch, was so unter anderem mit in den nächsten Tagen hier kommt. Der ist übrigens nicht von diesem Laden. Ja, der Verkäufer hat es mir nur in so einen Karton gepackt. Das ist der absolute Oberwahnsinn, wenn ihr wisst, was da drin ist. Wie kann man sowas so verpacken? Ich könnte schon wieder ausflippen. Gut, also dann, lasst uns da reingucken, ne? So, in den schauen wir als erstes rein. Den hier tue ich noch auf die Seite. Okay, also ich bin wirklich gespannt, denn kann sein, wir holen hier nur später raus. Ich bin echt gespannt. Vielleicht habe ich es auch schon in die Titel geschrieben, dann wisst ihr ja. Also, wir haben hier zum einen von der Noble Collection, was ich noch nicht habe, diesen knubbeligen kleinen Kerl, und zwar Grindylo hier. Habe ich es richtig gesagt? Grindylo? Ja. Magical Creature Nummer 18. So sieht er aus, der Gute. Ich finde das Ding Weltklasse. Hat mir noch gefehlt. Ja, ich muss da immer sofort an Captain Nemo und die Nautilus denken, wenn ich sowas sehe. Ja, auf der anderen Seite vielleicht Lovecraft. Aber für ein Lovecraft-Monster ist ja viel zu hübsch, viel zu schön. Ja, könnte ein Baby sein. Das würde vielleicht gerade noch durchgehen. Ne? Ein Baby der alten Götter. Also, das werde ich auf jeden Fall auspacken, wie es aussieht. Ist es auch heilig geblieben, aber ganz ehrlich, wie kann ich so Kästen in so einen Karton hier packen? Wisst ihr, was ich meine? Guck mal, da ist null Pufferung, gar nichts. Ja, wie komplett daneben muss man sein? Da kriege ich schon das Kotzen, wenn ich das sehe. Ja, bin mal gespannt. Also, noch habe ich es nicht ausgepackt, kann hingerissen sein oder was weiß ich. Vor allem diese Ecken von diesen Vitrinen, die können auch mal locker abplatzen, aber na, ich lasse mich überraschen, weil das Ding hier ist saumäßig schwer, ne? Also, zum einen haben wir den hier und zum anderen haben wir noch das hier. Das ist das Einzige, was drin ist als Polster, ne? This is the only one. Soll ich noch einen platzen lassen? Jawohl! Der dritte. Da ist die Luft schon fast raus. Ne? Und mit sowas polstert man solche Geschichten. Hey, das krieg ich doch wieder. Da zweifle ich immer an der Menschheit, ganz ehrlich. Ja, Aragog, ein absolutes Must-Have. Ja. Ich meine, okay, das könnte auch die Spinne von der Herr der Ringe sein, davon mal abgesehen. Ja, aber guckt euch das Teil an, das ist so geil. Spiegelt jetzt natürlich wie Hölle. Ja. Aber das Ding ist so Burner-Hammer-mäßig, gefällt mir gut. Übrigens auch hier, ja, der ganze Untergrund mit diesen Korallen etc., das ist so Burner-mäßig. Also die beiden werde ich auf jeden Fall die Tage mal auspacken. Freue ich mich tierisch drauf, bis ich mal meine anderen finde. Ich meine, ich hätte noch 4 Stück in irgendeinem Karton drin. Grindylo und Aragog. Demnächst hier auf dem Kanal. Vielleicht interessiert es euch ein bisschen. Sind auf jeden Fall geile Teile. Also anders kann man es nicht sagen. So, also das hier einmal. Und es sieht tatsächlich so aus, als ob ich Glück hätte. Und die Dinger heile sind. Ne? So, jetzt hier mal die Kartons hier aufschneiden. Ja, falsch rum, aber egal. Und reingucken. Was haben wir hier alles drin? Ah, sehr schön. Sehr schön. Oh, auf das hier werdet ihr lachen, freue ich mich am meisten. Wie geil. Ein Rotaugenlaubfrosch von Rekur, oder? Ich muss direkt nochmal nachgucken. Dann haben wir hier den neuen. Oh, das Ding verpackt. Holy, holy. Ich hole es hier gleich noch raus. Der Mikroraptor von Collector, Collect A, bin ich dieses Jahr wirklich positiv überrascht. Und dann haben wir hier auch noch, genau, mit die Killer Queen in der Dschungelvariante von Reboard. Da gibt es ein Review dazu, ganz klar. Ja, die Dinger laufen aus. Die braunen Exemplare sind schon komplett vergriffen, zumindest in den meisten Läden. Und ich habe mir sagen lassen, ja, Frage ist, ob sie es überhaupt noch mal nachproduzieren. Und ich wollte eigentlich eher immer die grüne Variante haben, Dschungel. Darum, komm, ich habe es mir jetzt einfach geleistet. Ich gucke mir das an und bin extrem gespannt. Ich kann euch beim besten Willen noch nichts zu sagen. Ich kenne es von den Bildern, überhaupt kein Thema. Aber ich habe mir noch kein Review angeschaut und gar nichts. Da möchte ich mich echt überraschen lassen. Ich kann nur hoffen, dass sie sich wieder ein bisschen gesteigert haben. Denn die
kommende neuen Modelle, die geben echt wieder Mut zur Hoffnung. Ohne Scheiß, ich glaube, Reebok kriegt langsam wieder die Kurve, was mich wirklich sehr, sehr freut. Ja, also die Killer Queen in der Dschungel-Variante demnächst hier auf dem Kanal. Dann hole ich hier noch kurz den Mikroraptor raus. Einfach nur die Tüte verklebt oder wie oder was? Ja. Okay. Ha, da guckt ihr die Verpackung an. Wie krass, oder? Da denke ich alles bloß nicht an Mikroraptor. Cool, cool. Also bin ich mal gespannt, wie sie ihn hier umgesetzt haben. Den guten. So, Kamera ein bisschen runter. Ja, ja, also ja. Muss sagen, der kommt nicht schlechter wie auf den Bildern. Ich meine, ich freue mich ja, wenn ich mal auch wieder was von Collector hier in meine Sammlung packen kann. Glänzende Flügel etc. Okay, sehr schön. Also kommt sogar noch ein bisschen besser als auf den Bildern. Also ich bin jetzt auf jeden Fall mal positiv gestimmt und überrascht. Stehen kann er auch. Ja, Wahnsinn. Gut, also werden wir uns auf jeden Fall auch in einem der nächsten Videos anschauen. Und holy, das Ding ist richtig groß, ne? Warum sage ich eigentlich zurzeit immer holy, was? Wie auch immer. Vielleicht, weil er so goldfarben glänzt, ne? Da könntest du meinen, es wäre schon wieder Weihnachten. So viel zum Thema holy. Ja, cool. Also, freue ich mich drauf. Der Mikroraptor und dieser kleine Kerl hier. Ich meine, der Rekur. Ich habe das Ding schon so lange bestellt. Ich weiß es schon gar nicht mehr, ne? Von wem, wieso, weshalb? Auf jeden Fall in einer tollen Größe und von diesem Hersteller hätte ich das wirklich als letztes erwartet. Guckt euch das mal an. Hammer. Ja, auf den Produktbildern sind die Augen definitiv roter, genauso wie die Zehen hier unten. Das ist eher so, kann man da überhaupt orange sagen? Das ist alles eher braun. Ja, witzig. Ja genau, von Rekur. Rekur, wie auch immer. Und extrem weich. Typisch halt für den Hersteller. Okay, und die Dinger sind arschteuer, by the way. Ich glaube, der hat richtig Geld gekostet. Ich glaube, über 10 Euro oder so irgendwie. Ja? Gut, werde ich mir anschauen. Und in Hinblick, was mir da Tellman in letzter Zeit geschickt hat, ja, werde ich das hier mal ganz kritisch betrachten. Aber die Stellung ist klasse. Die Stellung ist richtig, richtig gut. Das ist cool. Wer die Tiere schon mal bei sich zu Hause gehalten hat, der weiß, was ich hier meine. Okay, gut. Die Review zu allen Geschichten kommt in den nächsten Tagen. Ich bin selbst sehr gespannt, wie meine Meinung entsprechend dazu ausfallen wird. Und wer Lust hat, schaut gerne rein. Ich freue mich über jeden Besucher und natürlich Besucherinnen. Ne? Ihr wisst Bescheid. Leute, ja, dann danke fürs Reinschauen in dieses kleine Infovideo. Ich sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Euer Ruppi. Yay.